Ja. Jetzt wird es gerade ein bisschen grau hier bei mir. Ist es gerade Nacht auf Minecraft? Ich hab keine Ahnung. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Legen. Na gut. Hier ist heute nicht viel los, Freunde, in der guten Nacht. Ich denke mal, die Sonne geht auf und unter. Auf und unter. Ja. Gut, das können wir nicht animieren. Kommt in 8 Minuten wieder, dann können wir sie das wieder machen. Ich weiß gar nicht, für die Zuschauer hier im Stream ist auf jeden Fall Fallout 4 was für die Ohren. Ich weiß gar nicht. Ach, jetzt sind wir wieder alleine. Na gut. Ja. Den hat's wieder verschlagen in die weite Welt. Ich weiß nicht, wie wollen wir hier weitermachen? Wie wollen wir hier weitermachen? Wie wollt ihr da draußen weitermachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß gar nicht, ich hab auf dieser Map ist ja, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, der 208. 9. Part, keine Ahnung wie viel. Ist ja auf YouTube. Und ich weiß gar nicht, weißt du, Laura, ist überall, wo was ist? Oder, weil ich habe sehr viele, wie soll ich sagen, sehr viele Baustellen, aber nichts nichts fertig gemacht. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich baue, baue und baue. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe halt eben gesehen, dass, sag ich mal, der zweite große Turm angefangen wurde zu bauen, aber mehr weiß ich nicht. Dann weißt du genau gleich viel wie ich. Müssen wir einfach mal durch die Stadt gehen und gucken, was so angefangen ist und was irgendwie fertig ist und so. Eben. Ich bin so jemand, ich gehe irgendwie... Man kann sagen, wenn ich irgendwie was fertig machen will, kann ich es nicht, weil ich wieder was sehe. Oh, das will ich fertig machen und dann ist es wieder so, dann komme ich wieder von A nach B und dann haben wir irgendwie ein Häuschen, das ich machen will. Dann sehe ich da wieder, ach, das muss noch gemacht werden, irgendwie da muss noch eine Höhle ausgebuddelt werden oder irgendwas. Und das wird irgendwie nie fertig. Ich werde nie fertig. Das kannst du knicken. Ich bin, glaube ich, in 4 Jahren noch am gleichen Ort am Bauen. So, man fängt was an, dann sagt man so, oh, mir fehlt Holz. Dann geht man in die Holzhacken, dann denkt man so, da ist doch so ein schöner Platz, da könnte ich doch noch was bauen. Dann fängt man das wiederum an und dann verlässt man das andere. Apropos Holz, ich brauche gerade Holz. Da gehen wir kurz Holz holen. Ich habe nicht unbedingt viel geholt. Ich habe mich jetzt erstmal um das Bild und so gekümmert. Ah, oh, kein Problem. Mit der Schere hier durch den Schafstall und Schere alle. Ich hab übrigens alles da hinten bei dir, wo du vielleicht gerade bist, habe ich nur gebaut, weil ich ein Strandhaus mit Wolledach wollte. Dann kam alles eben dazu. Mit, was war da noch? Marktplatz oder so gab es auch noch. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Markthaus gebaut, so ein ganz kleines. Hab's dann irgendwie da verschoben, das glaube ich hier. Und ein Schneehaus habe ich auch noch irgendwo. Also das Schneehaus ist eigentlich nur ein Haus, das als Boden Schnee hat, mehr nicht. Ja, da steht gar nichts drin, da war ich auch schon drin. Das und war... ich habe versucht, in das Haus zu gehen, wo du halt immer sonst schläfst, aber die Tür hat mich nicht reingelassen. Wie? Ich weiß auch nicht, ich komme da irgendwie nicht rein. Ist das noch... sind die Plugins übergreifend? Nee, kann nicht sein. Ich komme auf jeden Fall nicht ins Haus. Da komme ich nicht raus. Ach so, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ach, muss ich wieder Chat einblenden. Den habe ich natürlich wieder an. Ich glaube, ich weiß warum. Wegen dem. Okay. Ich sollte dich vielleicht, ich habe dich kurz zum Operator gemacht. Also heißt natürlich, du könntest eigentlich alles machen. Ich glaube, jetzt darfst du auch meine Türen verwenden. Also, ja. Durch andere ging es, aber nur irgendwie durch diese. Also, die hat, glaube ich, reingegangen. Von denen kam ich nur in diese eine Tür nicht rein. Okay, sehr skurril. Aber na gut, das ist ja manchmal eben Schicksal. Ich glaube, ich habe nirgendwo sonst ein Bett gebaut. Aber wir haben natürlich Holz und Wolle. Also ich habe ein Bett, habe ich schon für mich gemacht. Also, ja. Ja, ist sehr gut. Ich würde vielleicht mal... Ich würde vielleicht doch wirklich mal sagen, von jedem Spieler und Spielerin, der hier oder die Dame oder der Herr auf dem Server war, irgendwie mal sein eigenes Haus verewigt. Irgendwo. Einfach rein so, ja. Klingt gut. Dann natürlich noch anschreiben und wer weiß wie, warum und
Ja, vielleicht, wer weiß. Jo. Der Pizzabote kam wieder. Felix der Pizzamann. Komischer Nickname. Aber na gut, wir haben alle verrückte Sachen im Kopf. Pizza ist lecker. Da spricht nichts dagegen. Jeden Dienstag und Donnerstag kriege ich Pizza in den Mund geschoben. Ja, ja. Ich hatte heute auch erst wieder Pizza. Jo, ich habe hier einen riesen Baum, bin müde und nehme auf. Na klar. Und ich muss bis... Ich weiß gar nicht, wie lange muss ich hier durchhalten. Ach, noch 5 Stunden. Na gut. Das schaffst du schon irgendwie. Ansonsten wie meine Let's Plays. Also ich glaube, ich habe damals... Ach, was, das war ja... Ach, das waren Zeiten. Meine Güte. Ich glaube, da warst du ein bisschen jünger. Bestimmt. Was war das? 2000... Nee, das erste Mal war das 2008, als ich aktiv war. Da war ich 4 Jahre. Und später dann, ja, ich hab's, was war das? Wir haben irgendwie Waveboard, ich weiß nicht, ob du das kennst, Waveboard ist nicht das im Wasser, sondern auch nicht das auf, ist so eine Mischung. Das ist irgendwie so ein Skateboard mit 2 Rädern nur, oder? Genau, und das haben wir, also ein Kollege und ich, in unserem 1200 Seelendorf vor 6-7 Jahren das erste Mal wirklich gekauft. Und wir waren irgendwie Vorreiter. Das gab es nur in Amerika irgendwie damals. Und haben wir uns gedacht, gut, machen ein paar Tricks und stellen es auf YouTube. Yay! Und was ist passiert? Naja, wir haben Musik drunter gelegt. Was für eine... Was sagt denn der kleine Titel? Musik. Na gut. Copyright geschützt natürlich. Jetzt wissen wir es. Früher wussten wir es nicht. Da gab es sowas eben noch nicht, oder? Man wurde nicht darauf hingewiesen wie heute. Überall steht es ja, wenn man irgendwie den Videomanager aufsucht, wird man schon sozusagen reingedrückt. Das muss aber irgendwie urheberrechtlich geschützt sein. Und ich weiß nicht, irgendwie, früher war das viel anders. Also mal drauf losgemacht und dann wurde auch da irgendwie mal der Kanal eben gesperrt und hatte man keinen Bock mehr und irgendwie 2 Jahre später haben wir wieder angefangen und ja, dann habe ich irgendwann 2010 mal Videos gesehen von amerikanischen YouTuber, die irgendwie ein Game Review gemacht haben und dachte ich, komm, das kannst du auch auf Deutsch, habe damit angefangen, gab irgendwie noch niemand damals, der es auf Deutsch gemacht hat. War eine Zeit lang, naja, die ersten 3-4 Monate hatte ich 1000-2000 Abonnenten und irgendeinmal wurde es dann abgeflacht. Liegt daran, vielleicht weil ich eben in der Schweiz wohne, da das nicht so lukrativ ist und eben nicht so viel Kohle bringt und da YouTube das eben in den Hintergrund drängt und eher andere Länder, die lukrativer sind, eben Geld einnehmen nach vorne. Naja, und seither bin ich hier am Aufnehmen. 2 bis 3 Folgen die am Tag. So. Ich glaube, ich habe wieder genug geredet. Du weißt von jedem Let's Play immer eine Folge pro Tag. Genau. Minecraft habe ich so gesagt 3 Jahre pausiert, muss man noch dazu sagen. Also, und ich bin jetzt schon wieder bei 200 Folgen. Das ist irgendwie schon krass. Ich habe damals auch. Was war das? Ich glaube, von Minecraft habe ich nicht einmal viele Parts, also die erste Staffel sozusagen, vor fünf Jahren, hatte damals irgendwie 70 Folgen und ich glaube sogar nach der 20. oder 30. war dann irgendwie mal Skyrim The Elder Scrolls dazugekommen. Ja, und da habe ich auch so die 300 Folgen gemacht. Und ich hoffe immer noch, dass endlich in 1-2 Jahren Elder Scrolls 6 rauskommt. Mann, dieses Online-Gedöns habe ich mal gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Elder Scrolls Online. Kenne ich nicht. Okay. Aber Online ist ja, ich finde es auch immer so doof. Heute Spiele müssen, auch wenn sie Solo-Spiele sind, immer Online-Zwang haben. Das ist, nicht wirklich schön. Aber mit Freunden oder so zu spielen, online eben, ist doch auch nicht schlimm. Also macht ja auch Spaß dann. Nee, aber Solo-Spiele, wenn du eben Einzelspieler-Spiele hast und da musst du immer online sein, dass du die spielen kannst. Ach so, ja, das ist dann natürlich doof. Ich habe mich dann auch eigentlich nie entschieden dazu, irgendwie eine Konsole zu holen,
Weil, ja, ich habe sehr früh angefangen zu spielen. Damals mein Vater, naja, kauf dir dein dies und das und tralala und bin eben reingewachsen. Er war damals irgendwie noch nebenbei Journalist oder so oder freiwilligen Journalist oder so. Naja, Journalist auf Abruf, könnte man so sagen. Und da musste man schon einen Rechner zulegen und so. Für Schreiben halt. Ja, vor 15, 16 Jahren. Nee, das war nicht 15, das war mittlerweile schon 18 Jahre. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht. Ich möchte eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich möchte irgendwie eine Baumschule haben oder so. Nicht eine richtig akkurate, wie man so schön sagt. Ich mache um jeden Baumstamm baue ich halt so in die Erde rein Holz, dass man weiß, genau dahin soll der Baum und das halt auf Strecken. Genau, ja. Und ich dachte mir irgendwie bei der Farm vorne oder so, da ich ja alle Sachen habe. Ach, scheiße. Neue Uhr gekauft und genau das ist beschissen, weil ich so ein Mausbett habe mit Gel oder Gelo, wie man auch nennen darf, für bessere Druckabzeichen. Wow. Das, und was? Das kann nicht sein. CPU auf 30%? So viel gab es nicht mal, als ich gestern mit 4K getestet habe. Oh. Stimmt, ich hatte noch 4K-Videos auf Platte. Ich hatte auch eine Zeit lang, ach, hier überall noch Kies einsetzen. Ach, du meine Güte. Irgendwo ist die Dame hier. Ach du Scheiße, wir müssen auch noch Kies holen. Und meine Güte. Kies ist ja in der Kiste. Ich kann es dir ein bisschen bringen. Nee, nee, kein Problem. Wir müssen eh noch Kies schuften und holen. Und Hühner, verdammt nochmal, seid mal ruhig. Und wir passen, Gott, ich schmeiß das Küken an. Oh, arme Küken. Das kann doch auch nichts dafür. Inzucht. Ja, ja, ja. Die Adligsten der Adligen waren eigentlich immer Inzucht früher. Ist eigentlich logisch, warum. Autsch. Man lernt bei mir ein bisschen Geschichte. Ich bin eigentlich jemand, der... Ich weiß nicht, dass mir sehr viel zugehört. Ich glaube, du bist wahrscheinlich eingeschlafen dabei, aber naja. Ich laber sehr viel und sehr viel auch Nichtssagendes. Wenn ich deine Streams bis in die Nacht gucken kann, dann kann ich dir auch hier jetzt zuhören. Okay, gut, das ist bedenkenlos so annehmbar. Naja, ich rede auch bei der Arbeit ziemlich viel und oft und auch über andere Sachen. Und ich bin immer noch schneller als viele andere ältere Herren, die in der Zeit nicht nachkommen. Das ist auch so ein Problem der heutigen Gesellschaft. Es muss alles immer so schnell sein. Es müssen Arbeiten erledigt werden, bevor du sie überhaupt bekommen hast. Und das ist schon sehr skurril. Ach, ich sehe deinen Namen. Hui. Ich bin im Lager. Machen wir gerade so ein paar Werkzeuge. Kein Problem, man kann sich hier bedienen. Ja. Ich kann da wieder 200 Folgen brauchen, bis ich wieder beim Stand bin. Ich nehme schon nicht so viel. Auf jeden Fall. Steine da. Ach, ich weiß gar nicht. Die Folgen kamen gar nicht raus. Das. Hier ist gerade keine. Ich habe gerade einfach nur Cleanstone genommen, habe das nochmal abgebaut, dass es eben zur Koppel wird. Und dann mir halt eben Werkzeug rausgemacht. Kein Problem, aber ich baue. Ach, ich hätte noch. Ich weiß, was ich mache. Ach, ich bin doch so doof. Ich wollte ja ein Loch machen. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon gesehen. Nö, nicht, ich weiß gar nicht, wo war das denn? Ach, unter dem Community-Projekt. Was bis jetzt niemand eine Idee dazu geschrieben hat. Oh. Es hat noch niemand eine Idee dazu geschrieben, was man beim Community-Projekt irgendwie was machen könnte. Reinmachen könnte, irgendwas. Ach, das, ich weiß gar nicht, was ich hier reinmachen soll. Ich helfe einfach mal mit, dann kriege ich auch ein bisschen Stein dabei. Vielleicht für mein Haus oder so. Also ich möchte denn eigentlich, wenn wir hier nochmals runtergehen, sozusagen wieder hier landen. Eigentlich nochmals das gleiche, was jetzt schon ausgebuddelt ist, nochmals ausbuddeln. Und ich bin dann so jemand, der nach und nach die Treppen legt, weil wenn wir jetzt alles ausbuddeln, dann werden wir irgendwann mal nicht mehr hochkommen. Hier hast du noch Kies. Ich brauche jetzt einen, aber noch was für Kies. Au!
Ich glaube, ich habe den Server sogar noch auf friedlich gestellt, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, Achtung, ich baue hier nicht mehr. Oh, kein Problem. Abbauen geht immer.